Ich habe absolut keinen Plan, wie ich dieses Video anfangen soll. YouTube ist ein sehr großer Teil meines Lebens und so seid auch ihr ein sehr großer Teil meines Lebens. Und als ein sehr großer Teil meines Lebens habe ich das Gefühl, euch auch diese Sache von mir, mein persönliches lebenslanges Geheimnis, endlich mitteilen zu müssen. Beziehungsweise will ich es euch endlich mitteilen. Ich bin lesbisch. Und es hat mich selbst verdammt viel Zeit gekostet, das zu akzeptieren. Ich wusste es eigentlich schon mein ganzes Leben lang, aber ich wollte es immer wieder selbst von mir verheimlichen und immer wieder wegpushen und verstecken und habe mir selbst gesagt, okay, das kann nicht sein, das bist du nicht und das willst du nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich auch einige Beziehungen hatte mit Jungs. Hab dann aber einfach für mich festgestellt, dass es nicht das Richtige für mich ist. Ich habe das bestimmt 18 Jahre in meinem Leben nicht akzeptiert, beziehungsweise einfach nicht wahrhaben wollen oder habe es einfach zur Seite gedrückt, bis ich dann langsam anfing, mich damit zu beschäftigen. Mir ist halt schon immer aufgefallen, dass ich mich eher nach Frauen umgeguckt habe als nach Männern und irgendwann kam mir das alles so komisch vor und ich war so durcheinander, weil ich auch nie richtige Gefühle für einen Mann aufbringen konnte, dass ich dann sogar angefangen habe, irgendwann im Internet danach zu suchen, woran man überhaupt merkt, dass man homosexuell ist oder was überhaupt Anzeichen dafür sind. Also habe ich tatsächlich im Internet danach gesucht und wurde aber immer nur verzweifelter und immer verzweifelter und wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste keinen Ausweg und habe das Thema dann wieder weiter zur Seite gedrückt. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, okay, du kannst es nicht länger verheimlichen. Und so habe ich es vor längerer Zeit einem sehr guten Freund von mir erzählt, der sich selbst geoutet hat, und meiner besten Freundin. Und beide haben sofort gesagt, hey, egal was passiert, ich stehe immer hinter dir und egal was ist, du bist immer noch du, es hat dich nicht als Menschen verändert und wenn du irgendwelche Probleme hast, dann komm zu mir, hey, lass uns drüber reden. Und wir haben ganz lange drüber gesprochen und nach einem weiteren halben Jahr habe ich es dann angefangen, meinen Freunden zu erzählen, die alle, wirklich alle, super positiv reagiert haben, sofort gesagt haben, dass sie super stolz auf mich sind und dass sie immer hinter mir stehen und dass es überhaupt nichts an der Situation ändert. Und eigentlich haben wir nach den Gesprächen einfach ganz normal so weitergemacht wie vorher auch. Also es hat sich wirklich nichts verändert. Ja, bevor ich dann am meisten Angst hatte, waren meine Eltern, wobei ich wusste, dass ich überhaupt keine Angst haben brauchte, ihnen das zu erzählen, weil meine Eltern schon immer sehr offen mit so einem Thema umgegangen sind und es eigentlich gar kein Problem sein sollte. Dann habe ich also versucht, das meiner Mutter zu erzählen. Einen ganzen Tag lang bin ich gescheitert, habe es immer wieder versucht, habe gesagt, okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Nein, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, du schaffst es. Und ich wollte es immer wieder erzählen, aber ich habe kein Wort rausgebracht. Ich habe einfach kein Wort rausgekriegt. Und einen Tag später bin ich dann endlich dazu gekommen. Meine Mama saß im Schlafzimmer, hat Fernsehen geguckt und ich bin zu ihr gegangen. Habe ihr gesagt, okay, Mama, ich muss dir was sagen. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, ich glaube, ich stehe nicht auf Männer. Und dann habe ich, obwohl ich es nicht wollte, sofort angefangen zu weinen. Aber das war eher so ein Erleichterungsweinen, dass es endlich raus war. Weil es hat mich sehr bedrückt, die letzte Zeit, dass ich es nicht wirklich loswerden konnte, dass ich mich selbst immer noch weiter verstecken musste. Und es hat mich einfach sehr bedrückt und ich musste es loswerden. Und in dem Moment, als ich es ausgesprochen hatte, musste ich anfangen zu weinen, einfach weil es eine super große Last von mir genommen hat. Meine Mama ist sofort aufgestanden, hat mich umarmt, hat gesagt, hey, das ist doch überhaupt nichts Schlimmes, gar kein Problem, warum weinst du denn? Und dann habe ich gesagt, dass ich einfach nur glücklich bin, dass es endlich raus ist und ja, dann haben wir länger drüber gesprochen, woran ich das eben gemerkt habe und wie lange es mir schon so geht und ob ich mir wirklich sicher bin. Und wir haben ein sehr langes, sehr schönes Gespräch geführt und es ist alles super, alles war in Ordnung. Und dann musste ich es nur noch meinem Papa erzählen, wovor ich dann gar nicht mehr so viel Angst hatte, weil meine Mama es schon so gut aufgenommen hat. Ja, und dann habe ich meinen Papa angerufen und habe ihm gesagt, hey, ich glaube, ich bin lesbisch, ich stehe nicht auf Männer. Und er hat super positiv reagiert. Er hat sofort gesagt, hey, es ist überhaupt nichts Schlimmes, es ist vollkommen in Ordnung und ich finde es cool, dass du mir das gesagt hast und wenn dich irgendetwas bedrückt oder so, kannst du mich jederzeit anrufen, du kannst jederzeit zu mir kommen, sag mir alles, was du loswerden willst. Und alle in meinem Umfeld haben so positiv reagiert und ich habe bisher noch nicht wirklich negative Reaktionen gemerkt. Es war einfach alles so, wie es eigentlich vorher auch war. Nur, dass ich viel, viel, viel glücklicher bin, als ich es vorher war, weil ich jetzt einfach die Person sein kann, die ich wirklich bin. Und es freut mich unglaublich, dieses Video für euch zu drehen und auch für mich zu drehen. Erstmal für mich, damit ich
frei sein kann, damit ich endlich die Person sein kann, die ich wirklich bin. Obwohl es im Endeffekt ja nichts an mir ändert. Ich bin immer noch ich, aber ich habe das Gefühl, ich muss mich nicht mehr verstecken. Ich kann einfach komplett ich sein. Und zum anderen, um vielleicht auch euch da draußen damit zu helfen, Menschen, denen es vielleicht genauso geht oder ging wie mir oder Menschen, denen es so ähnlich geht und euch einfach zu sagen, hey, ihr braucht echt keine Angst davor zu haben. Die meisten Reaktionen, bei mir persönlich war es so, dass alle Reaktionen positiv waren. Ich bin super zufrieden und ich kann glücklicher eigentlich nicht sein. Und dieses Outing, was hier gerade quasi passiert, ist eigentlich das Beste, was mir hier passieren konnte, weil jetzt wirklich jeder in meinem näheren Umfeld weiß, was los ist und sich eben trotzdem nichts geändert hat. Ich bin immer noch ich und ich kann jetzt einfach noch mehr ich sein als vorher. Da ist jetzt eben nicht mehr dieses kleine Ding, was tief in mir drin steckt, von dem ich so lange nichts wissen wollte und ich war so lange unsicher und habe dieses Ding immer weiter in mich verschluckt und habe gesagt, das ist nicht so, das willst du nicht. Und langsam fängt man dann an, das zu akzeptieren, beziehungsweise fragt sich, okay, was ist los? Dann fängt man an, es schrittweise allen Menschen zu erzählen und ich finde, zum inneren Outing, das für sich selbst zu akzeptieren, gehört auch dazu, es zumindest für mich, zum Beispiel meiner besten Freundin zu erzählen, da mir das auch sehr viel weitergeholfen hat, denn von Person zu Person fällt es einem immer leichter, es weiterzuerzählen. Und jetzt, wo ihr es wisst, bin ich natürlich noch glücklicher und ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Ich bin einfach nur mega froh, dass es raus ist und ich bin einfach froh, dass ich ich selbst sein kann und mich nicht mehr verstecken muss und es ist einfach komplett eine neue Zeit für mich beginnt. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt oder wenn es euch vielleicht ähnlich geht oder genauso geht, dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne auf meine Facebook-Seite Melina Sophie, könnt ihr mir sehr gerne Nachrichten schreiben in diesem privaten Nachrichtenfeld. Ich werde mir versuchen, alles durchzulesen. Ich werde versuchen zu antworten und ich hoffe, dass ich auch nicht nur mir, sondern einigen von euch da draußen sehr weiterhelfen kann und dass ich auch sehr viele Fragen von euch beantworten kann. Und ich bin einfach nur mega froh, dass es raus ist und ja, auf eine geile Zeit. Hier bin ich. Damit würde ich sagen, ganz normal wie in jedem anderen Video auch, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Checkt meine anderen Videos aus, wenn ihr Bock habt und schönen Tag noch. Ciao.